Moin Leute! Am heutigen Tag werden an Silvester Atomraketen gezündet. Klingt komisch, ist aber so. Leute, ich hoffe schon mal, dass ihr alle gut ins neue Jahr reinrutscht. Ich dachte mir, Junge, dadurch, dass ich heute selber nicht wirklich böller, böllern wir in-game. Ich habe mir auch ein paar neue Böller runtergeladen. Warte mal, ich mache erstmal Taschenlampe an. Zack. Was haben wir denn so alles? Zarbombe, Moab-Missile, Nuke V2, eine Katze, ein Gaskanister. Ah, hier ist auch noch eine Atombombe. Leider geil. Oh, warte, was ist denn leider geil? Da, warte mal, bevor wir die Tankstelle in die Luft hier. Was ist denn leider... Oh! Wow! Ja gut, das ist... Also, das tut mir leid, das haut mich jetzt nicht vom Hocker. 2023 Countdown. Ja, das kommt jetzt... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Ja, geiles Ding, Alter. Ich freue mich auf 2023. Also ich freue mich wirklich auf 2023. Das wird ein super interessantes Jahr für mich. Ich hoffe, toi, 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 dass mein Haus fertig wird. Apropos Haus. Bevor wir die Tankstelle in die Luft jagen, zerstöre ich das Haus hier. Mit Tatjana. Junge, was ist... Tatjana? Ultimate... Shockwave. Junge, was ist denn eine Shockwave? Oh ja. Falls ihr euch fragt, Paletto, was geht so mit deinem Haus? Guckt euch meine Shorts an. Also da habe ich zum Beispiel Videos wie das gemacht. Das hier wird mein Gaming-Zimmer. Dann kann man hier aus dem Gaming-Zimmer rausgehen. Hier den Flur entlang. Dann ist hier eine kleine Küche. Das sind die ganzen Leerrohre. Da tropft es auch noch ein bisschen von der Decke. So, und dann nehme ich hier Vego. 149 Schüsse. Alter, das wird... Oh Gott, warum ruckelt das denn jetzt schon? Lauf, 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 lauf! Wir könnten gleich mal eine Atombombe zünden. Oh ja, ja, schön. Oh, ey! Oh Gott. Oh Gott! Alter! Junge, das Haus ist weg! Seit wann geht das denn? Junge, seit wann kann man das komplette Haus wegschießen? Scheiße, jetzt. Vorsicht! Alle in Deckung gehen! Alter, und... Junge, das Haus ist weg. Kann ich die Kirche auch wegballern? Nee, warte, erstmal probieren wir das hier. Ja, da gibt es noch ein paar Explosions. Böller. Hier, Scream 100. Ein paar Screams hier rein. Alter, das hört ja überhaupt nicht auf. Lauf, 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 lauf! Weil hier wird es ja eh eine Kettenreaktion geben. Sodass das Dach auf jeden Fall wegfetzt. Aber da passiert nichts. Warum passiert denn da nichts? Ja, warte mal, vielleicht müssen wir... Oh! Ja, warte, hier das TNT. Vielleicht wird... Oh, oh ja! Das hat jetzt einmal geknallt. Alter, was ist da hinten noch alles los? Ja, stimmt, das waren ja 149 Schüsse. Okay, warte mal, ich werde das mal anzünden. Oh! Jo! Alles klar! Tankstelle ebenfalls zerberstet! Alter, guck mal hier. Komplett weg. So, hier jetzt! Gucken wir doch mal. Ich will mal schon... Was ist denn hier? Ey, das sind ja so kleine Mini-Gaskanister. Hä, was bringen die? Okay. Ja... Es hat hier drin ein bisschen für Verwüstung gesorgt. Aber was sind das hier alles? Das sieht ja aus wie... Oh, was ist Red and White Tube? Okay. Ist jetzt aber nicht so heftig. Das sind so kleine Bälle. Junge, die sind doch viel zu klein. Oh ja. Oh, das sind schon dickere Dinger. Das ist irgendwas Chinesisches. Da ist auch so ein Warnschild drauf. Explosive 1,3 Gramm. Ist das viel? 1,3 Gramm? Nee. Oh! Oh! Ja, aber das ist nicht das, wonach ich suche. Ich spreng jetzt das mit Dynamit. Hier, komm. Also, wenn Dynamit das nicht wegfetzt, dann ist die... Weil die Kirche ist auch aus Holz. Passiert nichts. Ich zünd die... Alter, Junge, aber das Haus steht noch. Das gibt's doch nicht.
Soll ich jetzt da so eine Atombombe zünden oder was? Da, ich habe hier so eine Moab Missile. So, die zittert zwar ein bisschen. So, ja, die startet jetzt. Oh, die geht da aber eher quer. Passiert nichts. Ja. Alter. Ich glaube, das hat funktioniert. Diese kleine Moab-Missile konnte guten Schaden anrichten. Und die Zar-Bombe. Oh, jetzt kurz weg. Fliegen da oben? Oh. Nee, das ist jetzt ja blöd. Die soll ja da explodieren. Okay. Ah, hier, Nuke V2. Aber ist ja auch wieder eine Rakete. Oh nee, das ist jetzt ja blöd. Tschüss. Ja, hat jetzt nicht so viel zerfetzt. Ich werde jetzt mal testen. Wir haben doch hier noch die Atombombe. So. Oh, oh ja. Ja, geht los. Klar, da sehe ich gerade das Haus so ein bisschen nach links fetzen. Hey, oh Gott. Alter, was habe ich getan? Was habe ich getan? Hallo. Mein PC ist... Oh, da oben ist der Atompilz. Oh nein. Nein, wir haben den einen Laden getriggert. Hier ist doch noch so ein Feuerwerksladen auf der Map. Junge, Atombomben zünden zu Silvester... War vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, die ich jemals hatte. Hilfe? Hallo? Sag mal, es ruckelt auch über... Sag mal, warum ruckelt das denn so? Ist der Atompilz noch... Okay, ja. Ja, es geht jetzt aber... Ach, scheiße. Ich muss hier irgendwie durch. Okay, die Kirche hat sich auf den Kopf gestellt. Es tut mir leid, dass es so ruckelt. Oh Gott, hier ist alles... Die Atombombe hat alles zerstört. Hier links ist das Haus auch weg. Als ob, wie krass... Seit wann geht das auf der Map, dass alles zerstörbar ist? Das haben die Programmierer, oder der Programmierer, ist ja nur eine Person, die das macht. Als ob. Oh, Alter, jetzt geht's hier richtig los. Hier vorne war er. Hier kommen wir in das Gebiet von dem Feuerwerksladen, der von der Atombombe auch getroffen wurde. Hier sind alle Häuser weg. Alles. Hier ballert's jetzt schön nach oben. Guck mal hier. Überall brennt es. Und die Kirche, die hat sich einfach einmal komplett gedreht. Hier überall Feuer von der Atomexplosion. Hier waren überall, ihr kennt die Map. Hier standen vorher überall Häuser. Die hat es komplett pulverisiert. Auch hier hinten. Hier war noch ein Haus. Alles weg. Das Baumhaus. Verbrannt. Ja. Da würde ich doch mal sagen, guten Rutsch.